Servus ihr Lieben und schön, dass ihr in das vierte Gameplay zu EA Sports WRC reingeklickt habt. Und wer das dritte gesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich gesagt habe, das wird wohl das letzte sein. Aber ich konnte nicht anders, weil ich mich einfach wirklich auf die Schweden-Rallye irgendwie gefreut habe. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach nochmal mit, weil ich werde jetzt gar nicht mehr lange Gedanken machen, was könnte ich hier noch machen, sondern ich werde wirklich diese Schweden-Rallye starten. Ich bin einfach mal gespannt, was passiert. Hier sehen wir jetzt auch Warnung, diese Aktivität wird 2 Kalenderwochen in Anspruch nehmen. Möchtest du trotzdem fortfahren? Sehr interessant, denn das habe ich ja in der letzten Folge noch gesagt, dass dann vermutlich auch in der nächsten Woche nichts für mich zur Verfügung stehen wird, weil man dann ja definitiv mit dieser Rallye weitermacht. Und so ist es dann auch. Und jetzt habe ich die Wahl, spiele ich nochmal den Ford Fiesta oder spiele ich den JWRC von Yuki Racing, den ich selbst gemacht habe. Und natürlich versuchen wir unser Glück mit diesem Wagen. Und wir haben noch keine neue Lackierung. Da bin ich sehr gespannt, wann das dann irgendwie möglich sein wird. Das finde ich sehr enttäuschend, dass ich jetzt mit diesem recht hässlichen Wagen hier fahren muss. Bin echt gespannt, denn das ist tatsächlich jetzt endlich mal... Ja, das, warum wir hier sind, das ist die WRC, auch wenn es die Junior WRC ist. 4, 3, 2, 1, go, 40, 5 rechts, macht auf und leicht links, 100, rechts über kleinen Sprung, 40, Kuppe, 60, 6 rechts. Boah, ich trau mich so gar nicht gerade. Direkt schon ordentlich schneller hier. 6 links, macht zu, 3, 80. Kuppe, 30. 6 rechts, macht zu, 4, 30. Leicht rechts, 40. 4 links über Kuppe, 50. Links über Kuppe, 180. 4 rechts kurz und 3 links über Kuppe, halb lang macht zu. 70. Späte 4 rechts, 90. Boah, ist das rutschig. Gar nicht mal so schlimm, also hätte schlimmer sein können, finde ich. Aber es ist schon eine ganz andere Welt als das, was ich im letzten Gameplay hatte mit der Asphalt-Rally. Und Kuppe 30, 3 links kurz, über Kuppe 40, 5 rechts, langsam. Eine knappe Führung in der ersten, im ersten Abschnitt. Und Welle 30, 6 rechts, macht auf über Kuppe. Verdammt, das war doof. In Senke. In 4 links übersprungen. Macht das sogar sehr doof. Und 5 links. In 5 rechts übersprungen. Nicht schneiden. 40. Aber da kommt richtig Freude auf gerade. Weil das einfach mal ein bisschen schneller auch ist. Und dadurch automatisch anspruchsvoller. Und ich fühle mich halt noch alles andere als wirklich sicher. Gerade Schnee jetzt auch hatte ich halt noch nicht. Also jetzt nicht hier im Karrieremodus. Ich habe es ja einmal gemacht, als ich den Ersteindruck gemacht habe. Na, boah. Shit. Alter. Ganz schön gefährlich. Ja, als ich den Ersteindruck gemacht habe, da habe ich ja einmal ganz kurz eine Schweden-Rallye, eine Etappe getestet. 40. 6 links. Bremsen. 60. 2 rechts scharf bei Kreuzung und Kuppe in 5 links. 80. 6 rechts. Nicht schneiden und 2 links. 110. Rechts kurz, 50. 5 links. In Kuppe, 70. 3 rechts. Und links über Kuppe. Und leicht rechts. Und links über Kuppe, 180. 6 rechts über Kuppe, 130. Leicht rechts über Sprung, 40. 5 links, über Welle und rechts über kleinen Sprung, 50. Kuppe, 70. 4 rechts kurz, in 6 links, bremsen, 30. 3 rechts. Und 4 links, macht auf. Ah, da kam er ins Drehen. Hab ihn nicht mehr kontrolliert bekommen. Mann. Aber ich hab gut aufgeholt. Sehe ich gerade. Mach zu, 3, über Kuppe und 2 rechts. In 1 links, innen, 60.
6 rechts, macht auf, 40. Kuppe, 40. 5 rechts kurz und 5 links, 40. 4 rechts, 40. Wow, 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 wow. 1 links kurz, 30. 4 links. Ja, fährt sich in der Kameraperspektive auch nochmal ganz anders. Das Tempogefühl ist halt anders, ne? Ich denke immer, ich fahre langsamer hier, weil ich finde, in der Motorhaubenkamera fühlt es sich schneller an. 6 links über Kuppe, halb lang macht zu. 40. 6 rechts, macht zu. 5 über Kuppe, 120. Achtung, links über großen Sprung, 90. Leicht rechts. In Kuppe, 40. 4 rechts, halb lang. 70. Leicht links. Macht zu, 3, kurz, 30. Leicht rechts, macht auf, 40. In Kuppe, 80. 4 links. Macht zu, 2, umwallen. In rechts über Kuppe, 40. Welle. 6 rechts über Kuppe, extra lang, innen, 60. Aber jetzt, wo ich einmal wieder drin bin, bis auf die 2-3 gröberen Fehler, die ich mir erlaubt habe, aber ich komme trotzdem ganz gut durch hier. Und es sieht nach einem klaren Sieg aus erstmal in der ersten Etappe. 30, 4 links, macht zu und Brücke, 30, Abzweigung scharf rechts. 40, 5 links, über Ziel, in 5 rechts, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 5 Minuten, 31,1. Krass, 26 Sekunden auf einmal, hätte ich nicht gedacht. Fühlte sich nach viel weniger die ganze Zeit an. So, ich starte jetzt also auch als Letzter, ne, ist ja klar, weil ich jetzt insgesamt führe. Und wir können also sehen, dass es offensichtlich dann, wenn ich loslege, leichten Schneefall geben kann, ne? Oder geben wird sogar. Offensichtlich wird es den Event bisher, geben. Aber wir befinden uns jetzt auf der letzten Etappe, wo noch immer alles verloren oder gewonnen werden kann. Start 60, scharf links, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, go, 60. Abzweigung scharf links, 30. 4 rechts, 50. Leicht links. Mach zu, 5, lang, 40, 3 rechts, innen, und 6 links, halb lang, mach zu, 80, leicht links über Sprung, 30, Achtung, Welle, und links über Kuppe, in 1 rechts, halb lang, umballen, 80, oh. Kuppe, das war eng. 6 links, bremsen und links über Kuppe und 3 rechts, 50. Leicht links, mach zu, 4, halb lang und Kuppe. Und leicht links, 120. Großer Sprung, 110. 4 links über Kuppe. Boah, das war echt ein Riesensprung. 6 rechts. Das ist, Thumbnail-würdig, würde ich sagen. Ja, wobei ich manchmal auch überlege, ob ich doch nicht im Cockpit spielen sollte. Das ist nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Und halt, ja, noch authentischer, ne? Vor allem kommen hier dann auch Regen besser oder Schnee besser rüber. Und wenn ich mal Schäden habe an der Scheibe, dann... Ne? Also so war es im Vorgänger, dann sieht man die ganzen Risse. Langsam, 80. 1 rechts, halb lang und 2 links, innen. Und 3 rechts. Macht auf, 6, über Kuppe, 30. 5 links, 30. 6 rechts. Oh, da war ein Huckel. Ah, das haben die schon gut gemacht, finde ich. Also das, man kann ja viel Schlechtes auch über das Spiel sagen. Es ist echt nicht perfekt. Da sind noch viele Schwächen auszubügeln. Aber es macht einfach Spaß. Es fühlt sich gut an. Ja, ob das jetzt zu arkadisch für den einen oder anderen ist, keine Ahnung. Aber ich persönlich
kann nicht sagen, dass das ein Arcade-Spiel, weil, oh, da habe ich komplett missgebaut, weil das einfach natürlich nicht arkadig ist. Es hat schon seinen deutlichen Simulationsanspruch. Und man spürt halt dann doch deutlich, wenn man irgendwann mal von der Strecke abkommt. Langsam und Kuppe in 3 links, 70. Kuppe in 5 rechts, 50. 4 links, innen, 100. 3 rechts scharf und 6 links, 40. Kuppe und 5 rechts. In links über Kuppe, 30. 1 links kurz, über Kuppe, 40. 6 rechts. Und 6 links, macht zu, über Kuppe. Und 5 links, über Welle, in 5 rechts. Halb lang, macht zu, über Brücke. In 4 links über Kuppe, 70. Aber bei der ersten Etappe, da habe ich mir ja Sorgen gemacht, dass das eine sehr enge Kiste werden könnte. Jetzt bin ich so ein bisschen eingefahren wieder. Und habe das Gefühl, nicht, dass es super einfach ist, aber immer noch einfach. Aber schon deutlich schwerer als außerhalb der JWRC. Also du merkst halt schon, dass das hier die eigentliche Weltmeisterschaft ist. Und da musst du schon ein bisschen mitdenken und vorausschauen und voraushören. Weil wenn du weißt, es ist zwar eine milde Kurve, aber dahinter kommt ein kleiner Sprung und danach gibt es eine enge Kurve oder eine engere, musst du halt echt vorsichtig sein und nicht mit zu viel Tempo in diesen Sprung gehen, ne? Sonst fliegst du direkt nach dem Sprung, landest du und fliegst aus der Kurve halt, ne? Alter, jetzt habe ich 25 Sekunden auf einmal, okay. Aber da muss doch einer Scheiße gebaut haben hier von den Verfolgern. Was ja auch geil wäre, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass die immer konstant fahren, sondern dass einer mal auf einmal aufholt und dann doch mal auf einmal irgendwo wieder 10 Sekunden verliert, ne? Weil er irgendwo einen Fehler gemacht hat. Das wäre schon eigentlich auch gut. Im kleinen Sprung 40. Sprung 30. Leicht links über Kuppe. Und leicht rechts 80. 5 links 100. 10 in 5 links bis Stopp. Okay, das ist deine Zeit von 5 Minuten. Wow, das war gut. 10,4. Diese drei Crews werden. Also auf jeden Fall ein super Start in die JWRC. Großartig gefahren und haben sich ihren Platz. 27 Punkte sogar. Von Platz 1 bis 3. Geil. Ich könnte hier, glaube ich, nicht teilnehmen, weil da habe ich wieder kein Fahrzeug für. Genau. Eigentlich macht es Sinn, dieses eine Auto, was ich habe, hier, den Ford Fiesta dann tatsächlich doch zu verkaufen, weil, außer ich würde, ja, okay, guck mal, ne, weil der nimmt jetzt schon an einem Championship teil, das heißt, ich kann für die JWRC das Auto nicht wechseln, bedeutet, wenn ich noch an einer anderen Meisterschaft zwischendurch mal teilnehmen will oder einem kleinen Event, wo man ebenfalls das JWRC-Auto braucht, dann macht das schon natürlich Sinn. Okay, das ist also schon irgendwie interessant gemacht. Ich finde es gar nicht mal verkehrt, muss ich sagen. Ah, noch eine Hospitality gibt es hier. Stimmt. Und wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch. Und damit beenden wir dann auch dieses vierte und letzte, wirklich letzte Gameplay. Mehr wird es jetzt erstmal nicht geben. Voll cool hier mit so einem Polo. Ja, und wir fahren hier also 2 Etappen, glaube ich, ne? Jawohl. Und eine davon gucken wir uns an, ne? Also ich mache jetzt nur eine eben für euch fertig. Mit einem wahrscheinlich ziemlich flotten Wagen. Kommt mir zumindest so vor hier. Start 60, leicht rechts über Kuppe. Viel Glück. Der sieht gut aus, ey. 5. Ich habe ein bisschen Angst. 3, 2, 1, go. 60. Leicht rechts über Kuppe. 100. Leicht links, nicht schneiden. 80. Langsam. Achtung, rechts über Kuppe. In leicht links. Und kehre links, nicht schneiden. Klingt ziemlich geil, der Wagen. Und 3 rechts. Boah, der fährt sich aber richtig krass, weil er einfach echt Power hat. Boah, ich trau mich nicht, ich hab Angst. Oh, da hab ich irgendwas mitgenommen. Ich hab irgendwas mitgenommen, da war irgendwas am Streckenrand. Das ist jetzt richtig schlecht.
weil ich habe einen Platten. 30, leicht links, langsam 50. Hinten links, ne? Leicht rechts, 30. Oh, scheiße. Nein, so kann ich doch nicht fahren. Komm, dann nutzen wir jetzt mal einen dieser Neustarts, weil so wollte ich jetzt auch nicht hier das Gameplay ausklingen lassen. Ist jetzt ein bisschen lame, aber genau dafür gibt's die, ja. Gerade für so einen Einsteiger, wie ich es bin. 60, leicht rechts über Kuppe. Ich versuch's ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht ist das nötig. Und vielleicht habe ich Glück und die anderen fahren auch nicht so super schnell. Einfach mal ein, zwei Abschnitte abwarten. Leicht rechts über Kuppe. 100. Leicht links. Nicht schneiden. 80. Langsam. Achtung. Rechts über Kuppe. In leicht links. Und kehre links. Nicht schneiden. Mach zu. Und drei rechts. Schneiden. In leicht links, wellig, 200. Leicht rechts, in leicht links über Kuppe, 100. Langsam, links über Kuppe und senke, 120. Kehre rechts. 30, leicht links, langsam, 50. Leicht rechts, 30. Kehre links, nicht schneiden. Und leicht rechts, 70. Alter, eine Kehre nach der anderen. Späte eins rechts. 70. Die wollen mich doch hier töten, ey. Verdeckt, nicht schneiden. Nur. Eins rechts, nicht schneiden. Brücke, in Abzweigung scharf links, nicht scheiße, scheiße, scheiße. Okay, 10 Sekunden verloren. Alter, was ist das? Ich fahr zu schnell, glaube ich, ne? Weil ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht in der Zeit gewesen, wenn die 10 Sekunden jetzt nicht gewesen wären. Na, guck, siehst du? Wenn die 10 Sekunden nicht gewesen wären, hätte ich jetzt geführt. Boah, Leute, ich kann nichts sagen, ne? Weil das ist so schnell und so schwer. Aber so viel auch zum Thema, dass das Spiel den Schaden nicht richtig demonstriert, ne? Oder simuliert. Wenn du einmal richtig fies gegen so eine Kante donnerst, hast du halt mal einen Platten sofort, ne? 5 links, 40. So. Bestzeit, aber nur ganz, 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 ganz knapp. Deswegen immer noch 7 Sekunden Rückstand. 30, kehre rechts. Und leicht links, 50. Leicht rechts, mach auf über Kuppe, 90. Kleine Kuppe, 140. Kuppe. In leicht rechts, mach zu, in Kuppe, 160, langsam, rechts über Welle, in sofort 5 links, 80, leicht rechts über Kuppe, halb lang, 40, 6 links, langsam, 60, Achtung, 6 links, durch Senke, in 6 rechts über Kuppe und Brücke und 2 links scharf, schneiden, Bong. Scheiße. 6 rechts, mach zu. Das war jetzt sehr ärgerlich, das hat mich bestimmt locker 2-3 Sekunden wieder gekostet noch. 6 links, über kleinen Sprung, 140. Langsam. Nein, nein. Boah, die Straße ist aber auch eng, ey, Mann! So, tschüss, Motorhaube. In 6 rechts, halb lang, 80, über Welle. In leicht rechts, in 6 links, mach zu, in 6 rechts über Kuppe, in Welle, 40. Leicht links, nicht schneiden, und rechts über Kuppe, 40. 4 rechts kurz, 30. 4 links, 90. Links über kleine Kuppe, 60. 4 rechts, halb lang, 40. Späte leicht links, über Welle, 100. Ich hätte jetzt nicht auf Teufel komm raus versuchen sollen, unbedingt Platz 1 zurückzuholen. Zur Not wäre ich einfach mal Dritter oder Vierter geworden oder keine Ahnung. Jetzt habe ich 19 Sekunden Rückstand. Das ist echt viel. Bin ich gar nicht gewohnt, sowas. Das war extrem anspruchsvoll, muss ich euch wirklich sagen. Aber finde ich auch gut, dass es mal so war. Und das ist sogar nur Platz 30. Das ist echt heftig. Wäre dieser krasse Unfall vorhin nicht gewesen, hätte ich bestimmt 10 Sekunden eingespart. Dann wären es vielleicht 14 Sekunden Rückstand oder vielleicht sogar nur 12. Dann wäre ich irgendwo hier auf Platz 21 trotzdem, ne? Also
Aber gut, am Ende ist die Platzierung egal. Entscheidend ist ja die Zeit, die man aufholen muss. Aber gut, ich meine, immerhin ist es mal genauso anspruchsvoll, wie ich es haben wollte, ne? Muss ich sagen. Aber ja, damit beende ich dieses Gameplay und ich kann nur sagen, das Spiel macht Laune. Also es ist schon gut gemacht, auch wenn es seine Schwachpunkte hat. Aber es ist beileibe kein wirklich schlechtes Spiel oder so. Es macht wirklich Bock und ich mag diesen Karrieremodus. Ich glaube, der ist gar nicht mal so verkehrt und da bin ich sehr gespannt, noch mehr herauszufinden. Und irgendwann wird es da auch mit Sicherheit nochmal ein Review, also wie ich das nenne, Fazit geben. Wird natürlich noch eine Weile dauern, aber ich denke mal, in ein paar Wochen wird es das auf jeden Fall geben. Und dann sehen wir weiter. Bis hierhin bedanke ich mich aber für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was.